Willkommen im Fach Musik und dazu zunächst erstmal recht schönen guten Morgen zusammen. Ähnlich wie beim G-Dur-Dreiklang funktionieren auch die Umkehrungen im E-Moll-Dreiklang. E-Moll ist die parallele Dur-Tonart zu G-Dur. Schau zur Tafel. Dies ist die E-Moll-Grundstellung. Bei der ersten Umkehrung wandert der unterste Ton des E-Moll-Dreiklangs, also des E, eine Oktave höher. Eine Oktave, das sind genau 8 Töne. Beginnen vom E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dies ist die erste Umkehrung des E-Moll-Dreiklangs. Zur zweiten Umkehrung gelangt man, indem man wiederum den tiefsten Ton der ersten Umkehrung, das G, genau eine Oktave höher setzt. Wiederum eine Oktave sind 8 Töne, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.